ging halt die Zange etwas weit weg. Das war jetzt einmal der Turboschredder, ja. Ja, ja, einmal entlanglaufen, ich weiß. So ist das ein Oschi. Ja, und so einer ist mir gerade vor dem vorm Abgabepunkt weggeleckt. Zu schwer, wieso bloß? Ey, hatte so ein Case mit Frontlader an einem Baumstamm. Und was erinnert mich das? An einem Hang? An nichts. Flashback. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Was? Doch, doch. Ah, nur das Umkippen, das hatte ich noch nicht so die Erfahrung mit. Nein, jetzt komm schon! Komm. Ein Haken bitte. Du brauchst unbedingt eine Doppelbereifung. Alter, meine arme Maus. Die wird gerade minimal am Tischtuch abgescheuert. Und jetzt, er kippelt doch schon! Und, stehst du wieder? Nee. Meine Maus ist gerade noch immer am Leiden und mein Handballen, der wird langsam heiß. Aber lauter auf, ab. Jetzt komm schon, du kannst dich doch einfach wieder hinstellen. Man spricht da dagegen. Talk me this shit, why not? Ich möchte gerade nicht Q drücken. Ich habe so das dumme befürchtet, es könnte da. Ach scheiße, ich habe den einzigen Frontladerschlepper umgeschmissen, kann das sein? Mhm. Okay, ich reibe noch ein Weilchen mein Tischtuch eben. Jetzt komm schon, bitte irgendwie aufstellen. Alter, als ob der sich jetzt nicht aufstellen kann! Du legst gerade Zauber eben auf der auf. Ich muss bis auf die Gleise robben. So, da bewegt sich immer in die gleiche Richtung oder was? Halt! Halt! Nein! Was hast du gemacht? Du hast den Baumstamm auf mich drauf geschmissen. Ich wollte mich da einhängen, dass ich mitfahren kann eine Runde. Jetzt liege ich hier unter dem Baumstamm. Das macht ja das Aufstehen so viel besser. Ich habe gehört, du kommst noch mal. Ja, einmal bitte rückwärts fahren. Putz. Jetzt obstin jetzt halt einfach noch mehr umgewichst hat. Am Baumstamm festkrallen kommt, das muss da irgendwie gehen. Ey, jetzt ohne Spaß. Ich dachte, du wärst schon so weit, dass ich dich einfach umramme und dadurch senkrecht so wieder durch die Gegend katapultiere und dass du dann wieder stehst. Warte. Was passiert, wenn ich jetzt... Oh, fahr mal vor. Ja, danke, ich weiß, dass die Hupe funktioniert. Ich wusste es noch nicht. Kann ich mich irgendwie einhängen? Halt, fahr weiter. So, jetzt mal rückwärts. Also diese Zugsteuerung ist so scheiße sensibel. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Da kann ich auf jeden Fall auf den Zentimeter genau bremsen. Robb noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Einfach zurücksetzen. Soll ich einfach mal Q drücken?
wenn du dann schnell wieder Q drückst? Nee, vom Frontlader. Geht das? Geht. Nee. Warum geht der Q nicht? Ja, vielleicht tu den mal ganz runter, ja. Und jetzt? Nee, Frontlader. Ja, jetzt wieder Q. Nochmal ganz oft. Nee, der Frontlader ist zu weit. Nee, du musst halt noch ein bisschen robben. Leg dich auf die Gleise, ich hau dich um. Oder ich hab gehört. Leg mal den Frontlader so ganz hoch. Okay, ich schieb dich dadurch nur weg. Ne? Du müsstest jetzt rückwärts fahren. Ja, fahr mal an dir vorbei. Ich glaube nicht, dass... Ist da eine Kante hinter deiner Lok? Ich weiß halt nicht. Ja, probier mal. Ja. Rückwärts. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Warte. Ja. Nein! Jetzt! Ja. Come on! Halt nochmal rückwärts fahren. Halt, warte. Ich muss erst noch. So, jetzt. Vorwärts, du musst noch immer vorwärts. Ich würde nur mal testen, ob es geht. Kann ja sein, dass es spontan ausfällt. So, jetzt rückwärts. Yay! Ein Freudentrötröt. Rückwärts! Ah, könnte ich dir einen aufladen? Ja, könntest du. Bringt dir aber nichts. Weil du nicht zur Müll heizen kannst. Doch, hier gibt's ja so eine Station von der Müll, wo man die abladen kann. Was? Aber mit Zug? Ja. Nice. Man kann die überall mit dem aufladen. Kran dann, und da kannst du es auch direkt verkaufen, ist in der Nähe von der Mill. Ah, die gute alte, ich leg mich auf die gute alte Schildkröten-Taktik. Ich leg mich einfach auf den Rücken und warte, bis ich mich irgendwann wieder umdrehe. Nein! Sag bloß, du bist schon wieder angekippt. Nein, das nicht. Vielleicht habe ich gerade einen Baumstamm verloren. Hab mich da ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich immer dieses dumme Mitgefühl habe, dass ich den Baumstamm das letzte Mal ganz sehe. Keine Ahnung, woher mich das immer beschleicht. Ich weiß es auch nicht. So. Ich hab gehört, du kannst nicht gescheit entasten. Ja, ich hab gesehen, da ist alles dran, ne? Jo. So, man kann gar nicht mehr sprinten mit der Motorsäge, da hat recht. Alter, hab ich gerade einen Ping gehabt. Also, jetzt versuch mal mit zwei auf zwei Rädern zu der Mill zu kommen. Bevor mich funktioniert. Ah ja, immer diese Schlepperdrecks. Ich kann kurzzeitig geradeaus fahren, halbwegs, mehr oder weniger. So, alter Vater. Ich würde sagen, langsam ist genug für die Aufnahmesession. Na, no, Blick, lass mich noch bis zu meiner Mill lecken. Aber jetzt, die Nacht geht jetzt zwar eine Stunde länger, aber... Meine Nacht gestern ging ein paar Stunden zu kurz, deswegen. Ach, jetzt leg dich doch nicht. Du verhökerst jetzt mal ganz flott deinen Baum da. Ah, wär ich ja gar nicht für. Ich bin dabei, ich versuch's gerade nur, der Baum ist ein bisschen schön spitz und groß. Alter!
Verkaufte Milch, 111. Yo, das ist aber ein kleines Bäumchen bei mir. Kann ich den nicht über das Dach drüber lupfen? Jetzt lass mich doch da irgendwie weiterfahren. Nein, er glitscht mir langsam auf, entgleitet. Ja, ganzer Tag. Und guck auf den Geldbetrag! 2224. Gut, ja, also! Für das Geld müssen meine Kühe schon ein bisschen schuften. Gebe ich zu. Er tuckelt halt noch eine Runde. Ja, ich tue noch eine Ehrenrunde. Soll ich den jetzt heimfahren oder hier stehen lassen? Wenn du beim nächsten Mal weitermachen willst. Was machen wir gerade so? Mal Überblick beschaffen. Aha, wir grubbern. Hä? Okay, nee. Wobei wir grubbern. Ich den Frontlader für die... fürs Gras bei den Kühen. Denn umladen. Fettes Konzert hier. Jo, dann halt sie mal heim. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.